Carlo, die Reise auf dem Weg der SVE in Liga 2 führte in der Vorbereitung heute an deine alte Wirkungsstätte nach Sandhausen. Am Ende eine 1-2 Niederlage. Wie beurteilst du das Spiel insgesamt? Ja, ich denke, wir sind sehr gut ins Spiel gekommen. Gerade erste Halbzeit. Ich glaube, die erste Minute hatten wir fast kompletten Ball. Das hat dann, glaube ich, schon gezeigt, dass wir heute wach sind, gut ins Spiel kommen, guten Ball laufen lassen. Das hat eigentlich in der ersten Halbzeit auch ganz gut ausgesehen. Ich denke, wir sind verdient in Führung gegangen, hatten dann noch zwei Situationen, die aus meiner Sicht zwei klare Elfmeter waren. Kann es dann vielleicht schon 2-3-0 stehen. Ja, dann läuft das Spiel anders. Gehen, denke ich, verdient mit 1-0 in Führung. In der Halbzeit dann kommen wir nicht ganz so gut raus. Sandhausen sehr druckvoll. Ich muss auch sagen, sie haben es gut gemacht, gut gepresst, waren mutig. Wir aber dann irgendwann auch deutlich zu unsauber. Haben zu spät gespielt, schlampige Bälle gespielt. Erster Kontakt dann nicht mehr gepasst, dann wurde das Spiel ein bisschen fahrig. Konnten wir auch nach vorne nichts mehr entwickeln. Da müssen wir uns so ein bisschen hinterfragen, an was es liegt. Sind wir dann in den Teilen ein bisschen zu müde, was eigentlich nicht sein kann, weil wir in der Halbzeit auch viel durchgewechselt haben. Das hat uns gegen Worms auch schon ein bisschen begleitet im Spiel, dass wir ein bisschen zu fahrig waren. Das müssen wir gerade im Hinblick auf Mannheim jetzt schon mal definitiv abstellen, um da dann hoffentlich nochmal mit einem Erfolgserlebnis dann in die letzte Woche zu starten. 13 Uhr Anstoß, das klang im ersten Moment so ein bisschen ungewohnt. War es dennoch so ein bisschen Vorbereitung auf das, was in anderthalb Wochen dann wirklich kommt? Ja, also wir haben ja die letzten Wochen meist abends gespielt, auch aufgrund des Wetters. Deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, mal ein bisschen früher zu spielen, nicht so lange im Tag schon zu sein. Ich glaube, am Wochenende werden wir wieder relativ früh spielen. Christina nickt gerade, ja. Ist natürlich gut zu wissen, weil gerade in der dritten Liga hat man meist auch 14 Uhr gespielt. Eine Stunde macht dann schon ein bisschen was aus vom Ablauf. Deswegen ist das, glaube ich, ganz gut, dass wir da jetzt auch mal reinkommen, auch die Temperaturen mal ein bisschen spüren. War heute ja auch ein bisschen wechselhaft. Erste Halbzeit sehr warm, zweite Halbzeit mit Regen, ein bisschen schwül. Ich glaube, das war von allen Bedingungen ein ganz guter Test, hier auch die Stadionatmosphäre mitzunehmen. Zwar ohne Fans, aber immerhin trotzdem mal wieder in einem Stadion zu spielen, ist natürlich doch was anderes. Und bis aufs Ergebnis, denke ich, hat das heute ganz gut gepasst. Diesen einen letzten Test hast du gerade angesprochen, am Samstag gegen Mannheim. Du hast gesagt, ein paar Stellschrauben müssen bis dahin noch gedreht werden. Wie wichtig ist dieser eine Test vor dem Start? Ja, sehr wichtig. Also wir hätten jetzt, haben wir jedes Spiel gewonnen bisher in der Vorbereitung, heute verloren. Das nervt natürlich schon ein bisschen. Und gerade im Hinblick auf Hannover will man natürlich im letzten Test gewinnen, einfach ein gutes Gefühl mitnehmen. Wir wissen natürlich, dass es dann doch nicht ganz so wichtig ist, wie das Ergebnis ist, aber einfach dieses Gefühl zu haben, kompakt zu stehen, gut zu stehen, dass die Abläufe funktionieren, dass man auch die Bälle wieder sauber spielt, gerade dann in den wichtigen Phasen im letzten Drittel hinten raus, in den letzten 20, 30 Minuten, dass man da wieder das Gefühl bekommt, okay, es läuft wieder so, wie letztes Jahr zum Teil, dass einfach die Bälle wieder kommen, dass man das Selbstbewusstsein wieder hat, um dann eben in Hannover, auch wenn das dann wieder ein ganz anderes Spiel sein wird, so als Zweitliga-Auftakt, dass man trotzdem dann das Gefühl einfach hat, dass es passt. Danke, Carlo. Gerne. Herr Horst, nach 90 Minuten eine knappe Niederlage, 2-1 in Sandhausen. Wie beurteilst du die Partie insgesamt nach diesen doch intensiven 90 Minuten? Ja, es war für einige anstrengend, die eben fast auch durchspielen mussten. Das sollte auch so sein heute. Wir hatten ein paar Jungs, die eben nicht mitwirken können, die uns sicherlich noch hätten helfen können. Wir haben ordentlich in die Partie gefunden, finde ich. Wir haben Mitte, erste Halbzeit doch ordentlich agiert, mit guten Angriffen, nach guten Situationen rausgespielt, wo wir sehr klar waren in unseren Aktionen und hätten sicherlich auch mal einen Elfmeter kriegen können, muss ich sagen. Aber gut, der ist nicht gefallen. Insofern hat man nur ein Tor Vorsprung und nicht zwei. Zweite Halbzeit haben wir nicht mehr die Klarheit gehabt und diese Aktion, die wir in der ersten Halbzeit eben dann gut rausgespielt hatten und Lösungen hatten, haben wir dann mit dem Gegnerdruck, der auch da war, nicht mehr so gelöst und dann waren viele Ballverluste dann zusätzlich noch dazugekommen. Und das 1-1 direkt nach der Halbzeit hat sicherlich auch nicht gut getan, dass wir da noch mit mehr Mumm weitergespielt haben. Insofern war die zweite Halbzeit eher nicht zufriedenstellend, weil eben auch dann ein, zwei Jungs nicht die
Spielanlage mitgebracht haben, die wir brauchen. Wir brauchen alle 11, dass wir von hinten raus durchkombinieren müssen, die richtigen Entscheidungen treffen und dann eben auch die Pässe an den Mann bringen. Und das war eben ein Fehler. Manchmal falsche Entscheidungen getroffen, dann eben auch die Pässe nicht genau genug gebracht, sodass das Gefühl eben da war, dass Sandhausen sich dann auch den Sieg verdient hatte. Es bleibt nur noch ein Test in der Vorbereitung gegen Waldhof Mannheim. Wie wichtig ist dieser Test einfach, um auch mit einem guten Gefühl aus der Vorbereitung rauszugehen? Ja, es ist, jedes Spiel wollen wir gewinnen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir heute sagen, ach ja, wenn wir das nächste Spiel gegen Mannheim gewinnen, dann gehen wir mit einem guten Gefühl rein. Heute ist es ein Gefühl einer Niederlage, was wir nicht wollten. Und jedes Spiel wollen wir gewinnen und dementsprechend bin ich heute sauer. Und dann gucken wir mal, was gegen Mannheim geht und werden da wieder eine gute Leistung bringen und hoffen, dass wir eben auch mit einem Sieg in die Runde gehen. Aber wir wissen alle, dass die Vorbereitungsergebnisse nicht ganz dementsprechend, was dann in der Meisterschaft passiert. Insofern ist alles möglich, ist alles zu nehmen. Wir wollen uns gut vorbereiten, dass wir gegen Hannover eine Top-Verfassung haben. Dankeschön. Gerne.